Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer und ja, wie immer hat der Gast das erste Wort, Herr Nagelsmann. Ihr Fazit zum Spiel. Erstmal Gratulation an dich, Ralf, und dann Herr B. zum verdienten Weiterkommen aufgrund von sehr starken 20 Minuten in der zweiten Halbzeit und sehr schwachen von uns. Erste Halbzeit, finde ich, ist recht kurz zusammengefasst. Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit wenig Highlights auf beiden Seiten. Wir hatten mal einen gefährlichen Durchbruch, ähnlich wie dann das Tor gefallen ist auf der anderen Seite, wo der Ball dann im Aus war. RB hatte ein, zwei Querbälle, die jetzt aber nicht so gefährlich wurden. Das war ein bisschen seltsames Spiel, wo beide Mannschaften ein bisschen abwartend waren, wo keiner so mit richtig offenem Visier gespielt hat, wo man den Respekt, glaube ich, von beiden ein bisschen angemerkt hat. Keiner zu früh Räume preisgeben wollte, dass der Gegner kontern kann. So ging es, glaube ich, mit einem recht gerechten 0-0 in die Pause. Und dann in den 20 Minuten nach der Pause hat RB nicht zwingend viel, viel aggressiver verteidigt. Aber wir haben genau die Konterräume preisgegeben, die wir auch im Ligaspiel gesehen haben gegen das 3-5-2. Wir haben es eigentlich, finde ich, sehr gut analysiert und haben auch im Ligaspiel viele Umschaltaktionen über Kampel gesehen, auch heute. Wir haben in den Aktionen vor den Toren jeweils beim ersten vor allem eine sehr gute Balleroberungschance gegen Upamecano, wo wir den Pressschlag nicht richtig angehen. Hätten wir danach ein 4 gegen 1 aufs Tor gehabt, wenn wir den Ball gewinnen. So rückt man dann alle in den Ball rein und haben dann in der Nachfolgeaktion ein ganz, ganz schlechtes Anschlussverhalten. Es war heute nicht so, dass RB die Konter auf direkten Weg dann zu Ende spielen musste, sondern konnte immer nochmal abkappen, nochmal aufziehen, nochmal einen Spieler mit mehr in die Box holen. Wir hatten eigentlich bei beiden Situationen das ist einigermaßen wieder gut im Griff und bleiben dann auf den ballfernen Seiten jeweils stehen und verteidigen dann den Spieler nicht mehr, obwohl wir in beiden Situationen eigentlich dann zumindest eine Gleichzahl in der Box hatten. Ja, und nach dem 2-0 war es ähnlich wie im Ligaspiel, dass wir dann noch was probiert haben nach der Umstellung aufs 4-3-3, finde ich, haben wir es ganz ordentlich gemacht, hatten viele gute Durchbrüche, vor allem über Reece Nelson, der ein gutes Spiel gemacht hat. Waren dann besser im Spiel, aber dann gab es natürlich immer noch Kontersituationen, die das Spiel hätten ganz schnell entscheiden können. Ist immer dann die Frage, wie groß ist das Risiko oder wie früh machst du komplettes Risiko? Da haben wir es ganz gut gemacht, hatten zwei, drei Schusschancen, aber RB hat es dann gut wegverteidigt. Wir hatten noch eine gute Chance mit André, aber die war sehr spät. Und heute haben 20 gute Minuten oder andersrum sehr, sehr schlechte von uns gereicht, dass wir verdientermaßen nicht weitergekommen sind. Vielen Dank. Dann bitte ich auch dich, Ralf, um deine Einschätzung zum Spiel. Ja, es waren natürlich zwei unterschiedliche Halbzeiten, so wie es Julian gerade schon gesagt hat. Die erste Halbzeit war schon noch sehr vom Taktischen geprägt, auch vom vor allem Defensiv-Taktischen. So richtig klare Torchancen in der ersten Halbzeit gab es eigentlich nur eine, die Augustin hatte. Das war gut vorbereitet von uns über die linke Seite und ich dachte eigentlich von außen, den hätte er direkt nehmen können, aber ich habe es jetzt gerade nochmal gesehen, er hat ihn sich schon auch nochmal gut vorgelegt und Hoffenheim konnte den dann fast von der Torlinie oder einen halben Meter vor der Torlinie dann noch zur Ecke abfälschen. Ansonsten war in der ersten Halbzeit das, wie gesagt, von sehr viel gut im Verschieben gegen den Ball geprägt, aber für den Zuschauer war es natürlich jetzt nicht gerade von hohem Unterhaltungswert. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit geändert. Mir war klar, dass die Mannschaft, die in Führung geht, eine große Chance hat, tatsächlich nachher auch weiterzukommen. Und das, was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war schon das Beste, was wir bisher in der Saison gesehen haben, und zwar sowohl mit als auch gegen den Ball, war das unsere bisher beste Leistung in der Saison. Und deswegen bin ich sehr froh über dieses Spiel. Eine sehr konzentrierte, auch leidenschaftlich geführte Partie von unserer Seite. Und deswegen sehe ich es ähnlich wie Julian. Wir sind am Ende dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit verdient weitergekommen. Vielen Dank. Dann wäre jetzt Zeit für eure Fragen an die beiden Cheftrainer. Da ist das erste Handzeichen. Anne Grimm, bitte. Herr Rangnick, Sie haben Timo Werner in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Hätten Sie ihn generell so früh gebracht oder war das wirklich nur, weil Gika verletzt oder angeschlagen war? Ja, ich glaube nicht, dass ich ihn schon zur Halbzeit gebracht hätte, aber geplant war schon, dass er dann irgendwann, je nach Spielstand, in der 60. oder 65. kommt. Aber nachdem Gika in der Halbzeit Probleme angegeben hat im Adduktorenbereich und dann auch klar war, dass er raus muss, dann war der Wechsel logisch. Und
ja, Timo hat jetzt, glaube ich, drei Doppelpacks in der Saison gemacht. Sonst einfache Tore gibt es bei ihm wohl diese Saison nicht. Entweder er trifft gar nicht oder doppelt. Und heute hat er gezeigt, welche Torjägerqualitäten er hat. Und hätte ja noch das ein oder andere sogar noch mehr schießen können. Aber er war sicher der Matchwinner. Aber heute jemand aus der Mannschaft rauszuheben, fällt mir trotzdem schwer, weil ich finde, dass wir, egal wer, auf welcher Position, heute wirklich, wie ich es vorher schon sagte, bisher unser bestes Spiel gemacht haben. Stefan Krause. Trainer, vielleicht dazu ganz kurz noch eine Frage. Augustin und Kampel sind raus. Wie sieht es bei denen aus? Kann man schon absehen, was da los ist? Ja, bei Schicka ist es muskuläre Problematik im Adduktorenbereich. Ob und wie lange der dann ausfällt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Kevin hat einen Schlag gekriegt auf den Spann. Also bei ihm ist es im Prinzip eine Prellung, ähnlich wie bei Diego Demme. Kevin auf dem Spann und bei Diego ist es im Oberschenkelbereich, knapp oberhalb vom Knie. Aber so wie ich unsere medizinische Abteilung kenne und das Heilfleisch unserer Spieler, gehe ich zumindest mal bei Kevin und bei Diego davon aus, dass die bis Samstag wieder können. Bei Schicka wird es wahrscheinlich knapp für Samstag, wenn er heute wegen Problemen im Adduktorenbereich raus musste. Hier vorne bitte, erste Reihe. Herr Nagelsmann, Sie haben diese 20 Minuten nach der Halbzeit angesprochen, die sehr, sehr schlecht waren, wie Sie gesagt haben. Gibt es dafür eine Erklärung, was da schiefgelaufen ist? Ja, die habe ich doch schon gegeben, oder? In meinem 15-minütigen Eingangsstatement habe ich, glaube ich, alles zu den 20 Minuten gesagt. Ich kann es noch wiederholen, aber ich glaube, das... soll ich es noch wiederholen? Konterraum haben wir Ball für eine 8 nicht verteidigt und die Basis des Spiels, einfache 1-gegen-1-Situation verloren, wie bei den beiden Pressschlägen, wo wir vor allem beim ersten Pressschlag eine gute Chance haben, selbst ein Tor zu erzielen. Und das Anschlussverhalten. Kerem hat, glaube ich, gerade, hat mir ein Journalist gesagt, wir, die Spieler haben in den 20 Minuten nicht alles in die Waagschale geworfen, habe ich gerade gehört, dass der Kerem das gesagt hat. Und das Gefühl hatte ich auch. Bitte sehr. Mir geht es bloß um die Verletzung nochmal von Adam Czale oder Krankheit. Es soll übel, soll ihm gewesen sein oder was war da jetzt genau? Ja, ihm war schlecht. Nee, wenn es vorher absehbar gewesen wäre, hätte ich ihn nicht von Anfang an spielen lassen. Stefan Krause nochmal. Trainer, das war jetzt fünfte Spiel in Folge zu null. Sie haben heute mit einer Fünferkette, respektive Dreierkette gespielt. Was gibt es im Moment aus Ihrer Sicht zu sagen zu diesem sehr guten Defensivverhalten bzw. zu der Gegentorarmut? Kann gerne so weitergehen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich glaube, die Mannschaft hat inzwischen einfach richtig Spaß dran gefunden am gemeinsamen Verteidigen. Und wir hätten sehr gerne schon gegen Schalke dieses eine Tor geschossen. Aber heute haben sie sich dann einfach auch für diese Leistung am Ende belohnt. Und wir müssen genauso weitermachen. Wir müssen genau diese Mentalität im Spiel gegen den Ball ist das, was uns im Moment einfach absolut auszeichnet. Und dass wir immer in der Lage sind, ein Tor oder auch zwei zu schießen, das ist in der Regel auch der Fall. Wobei man einfach auch nochmal sagen muss, die zwei Spiele Augsburg-Schalke hatte schon auch einen besonderen Charakter, was die Spielweise des Gegners betrifft. Und wenn ich mir jetzt unsere nächsten Gegner anschaue, jetzt in Berlin, danach Celtic auswärts und danach Leverkusen daheim, da ist nicht zu befürchten, dass der Gegner so spielt wie Augsburg oder Schalke. Und das meine ich überhaupt nicht kritisch, sondern einfach nur in der Analyse. Das sind schon zwei Mannschaften, die von der Art der Herangehensweise, wie sie spielen, anders sind als andere Mannschaften. Und deswegen war es dann natürlich auch nicht so einfach, selber auch ein Tor zu schießen. Gibt es noch Fragen? Heike Fiedler, bitte. Mikrofon ist unterwegs. Herr Nagelsmann, gab es mal einen winzigen Augenblick, wo Sie darüber nachgedacht haben, dass Sie nächstes Jahr dann hier Ihren Arbeitsplatz haben? Ja, ich glaube, das ist ganz menschlich, wenn man in Leipzig landet, dass man mal einen kurzen Gedanken daran verschwendet, ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich war halt schon mit Leib und Seele Trainer von Hoffenheim, da brauchen Sie keine Angst haben. Ja, dann zum Abschluss bitte Britt Schlehan und Uli Krömer. Reihenfolge könnt ihr gerne ausmachen. Dann erst die Dame. Herr Rangnick, Sie haben ja im letzten Spiel gesagt, der Rasen war nicht so gut, dass es auch nicht sehr gut fürs Spiel war. Hat Ihnen das heute besser gefallen? Der Rasen war nicht viel besser, wie auch. Ich meine, in den drei Tagen, wir haben einen der besten, wenn nicht den besten Greenkeeper der Bundesliga.
Der andere ist Klaus-Peter Sauer, der war früher in Hoffenheim, ist, glaube ich, oder ist er wieder bei euch zurück? Ich glaube noch nicht. Der ist inzwischen in Wolfsburg und deswegen muss ich nochmal sagen, also unsere Greenkeeper machen alles, was sie können, aber durch die vielen Spiele, die wir jetzt zuletzt hatten und das Wetter und klar, der Trainingsplatz ist besser, weil dort keine Tribüne und kein Stadiondach drauf ist, aber heute war es trotzdem gut. Wir haben es heute auch durch die Räume, die ein bisschen mehr da waren, nachher auch speziell nach dem 1:0 haben wir es gut gemacht und ich hoffe, dass die Länderspielpause vielleicht ein bisschen dazu beiträgt. Allerdings haben wir ja, wie Sie alle wissen, auch noch ein Länderspiel hier und beide Mannschaften werden jeweils auch noch einmal im Stadion trainieren. Also wahrscheinlich wird es bis Weihnachten schwierig. Wembley-Rasen werden wir wahrscheinlich bis Weihnachten keinen mehr haben, aber solange die Jungs es so machen wie heute, ist es okay. Uli Krümer zum Abschluss, bitte. Herr Rangnick, nochmal zur Defensivstabilität, zur Fünferkette. Warum funktioniert die gegen Hoffenheim so gut? Und können Sie die inzwischen genauso spielen wie eine Viererkette Ihrer Mannschaft? Beziehungsweise welche Rolle spielt da Stefan Ilsanker? Der war heute da sehr präsent. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, ich glaube, heute jemand hervorzuheben, es wäre unfair. Ich finde, dass alle richtig gut gespielt haben, dass jeder in dieser Dreier- oder Fünferkette auch defensiv einen richtig guten Job gemacht hat. Wenn man weiß, wie torgefährlich Hoffenheim ist, die haben Stuttgart innerhalb von 12 Minuten 4 Tore eingeschenkt. Und wir haben uns wieder dafür entschieden, was für mich ja auch logisch war nach dem Punktspiel. Und je nach Gegner können wir selbstverständlich auch so spielen, wobei das ja letztlich nachher nur davon abhängt, ob Ilse zwischen den beiden spielt oder 10 Meter weiter davor. Insofern kommt es schon auch immer ein bisschen darauf an, welche Aufgaben uns der jeweilige Gegner stellt. Vielen Dank. Dann wünschen wir Ihnen allen einen guten Heimweg. Dankeschön.